Achtung, dieses Video behandelt ein heikles Thema, das manche Personen als schockierend empfinden könnten. Wir sind nicht gegen Bauern und Menschen, die Tiere halten, aber wir sind gegen Tiermisshandlung und gegen eine Haltung, die kein Lebewesen verdient. Das nachfolgende Video enthält erschreckende Bilder im Zusammenhang mit Tieren, die möglicherweise nicht für jeden angemessen sind. Das ist Leberwurst von den Tieren von hier wahrscheinlich sogar noch. Ja, das sieht schon mir echt nach Schulden aus, ne? Hier liegen einfach Knochen. Oh nein, warum liegen hier überall tote Tiere? Also was kommt hier zusammen? Viele Tiere, hohe Schulden, Schädlinge. Der ganze Boden ist voller Knochen, aber weil die so grün sind, erkennt man die nicht. Guck mal. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, unsere Stimmung wird sich heute noch drastisch ändern. Denn das, was wir im Laufe dieses Videos entdecken werden, wird uns noch ziemlich schwer aufs Gemüt schlagen. So, bereit für die Operation, Frau Doktor? Ja. Sehr gut. Dann geht's jetzt los. Aber kommen wir doch erstmal zurück zum Anfang und klären die Frage, was das überhaupt für ein Ort ist. In Deutschland gibt es über 25.000 Schweinezuchtbetriebe, die jedes Jahr mehr als 55 Millionen Schweine produzieren. Die meisten Schweine werden im Alter von nur 6 Monaten geschlachtet. Das Ziel dieser Zuchten ist es, möglichst schnell und effizient Fleisch zu produzieren. Die Schweine werden meistens in großen Gruppen gehalten und bekommen Futter, das speziell für eine schnelle Gewichtszunahme entwickelt wurde. Die Tiere werden oft unter engen und unhygienischen Bedingungen gehalten und erhalten große Mengen an Antibiotika und Hormonen, um das Wachstum zu fördern und Krankheiten zu bekämpfen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Hier sieht man auf jeden Fall einfach zwischendurch so eine kleine Gebäude, ne? Wo ich nicht deuten kann, was das mal gewesen sein könnte. Aber hier seht ihr auch schon, ne? Kanister, alles voll Kanister. Irgendwelche Chemikalien oder was? Was soll das hier sein? Keine Ahnung. Was ist das hier? Das riecht hier von nach Eisenbahn. Aber richtig, ne? Auch hier so eine Kanister. So, was ist das? Was war da mal drin? Man kann es so schlecht lesen, ne? Ja, Futtermittelfabrik, also irgendwas mit Futtermittel. Auf jeden Fall, da hinten sind auch noch ganz viele Kanister. Da, da. Was ist das hier? Futter für Schwein, Kalb steht hier drauf. Also wie ihr schon sehen konntet, sind schon mehrere Kanister mit irgendwelchen Flüssigkeiten für... wie ihr schon gesehen habt, es gab mehrere Flüssigkeiten für Futtermittel oder irgendwas zum Strecken. Keine Ahnung. Okay, hier ist auf jeden Fall einer so eine Stallung komplett eingekracht. Ja, das sind Silos, ne? Und dahinter sieht man 2 große Silos. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da direkt die Straße wieder ist, wo wir gesehen werden können. Boah, was stinkt denn hier so? Ich hab's in der Nase gerade. Das riecht auch hier nach Eisenbahn, sag ich doch. Das riecht wie so ein Eisenbahngleis, keine Ahnung, diese komischen Steine von der Eisenbahn. Auch hier könnt ihr wieder sehen, die Natur holt sich alles irgendwann zurück. Hier kommt man nicht mal mehr rein, weil das komplett zugewachsen ist. Was ist das? Brombeersträuche? Ich glaube ja. Das hier sieht doch aus wie so ein Wohngebäude oder so. Ja, das ist ein Verwaltungsgebäude. Jede Menge Unterlagen. Ja, dann ist es das Gebäude, wo wir als erstes reingehen, würde ich sagen. Eigentlich wollten wir erst komplett außenrum einmal laufen und dann erst reingehen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich reingehen. Ja, also dann vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr über dieses Gebäude hier raus. Ups. Hier. Unterlagen. Thema, alles für die Tierhaltung. Okay. Ach, hier guck mal, hier werden die Kanister erklärt. Das ist ja cool. Euterwaschkonzentrat. Ach, da gibt es so eine Chemikalien für. Okay, eine Sache muss ich euch auf jeden Fall noch erzählen. Und zwar hatte ich mit meinen Eltern und meiner Oma früher in diesem Ort genau gegenüber vom Schweinestall einen Garten. Das heißt, ich war jeden Tag als Kind draußen auf der Wiese und habe die Schweine bis in den Garten gehört. War da gerade jemand? Nicht vergessen, dass wir quasi noch direkt vorne sind. Ja. Wenn da jemand langläuft, dann hört er uns natürlich schon wieder zu. Naja, ich saß auf jeden Fall als Kind jeden Tag im Garten, habe die Schweine brüllen hören und uns Kindern wurde immer erzählt, ach, die freuen sich über das Futter. Ja, die freuen sich nur, deswegen schreien die so. Mhm. Oh, was ist denn das bitte? Hochleistungsnebelgerät. Um Pestizide zu sprühen, ne? Ja, gegen Viecher, Ungeziefer. Boah, sowas hat einfach 6.120 D-Mark gekostet.
Also scheinen die Probleme gehabt haben hier mit Ungeziefer, ne? Ey, zum Glück haben wir jetzt so einen Schutzanzug an. Ja, die Käferbekämpfung im Geflügelstall. Ja, also wir haben gelesen, dass er auch noch beim, wo war das, beim Veterinäramt oder sowas, ne? Mhm. Hat er angefragt, ob er Geflügel halten darf. Das haben wir rausbekommen, aber ob er dafür auch eine Genehmigung bekommen hat, wissen wir nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier so Schweinezucht auf jeden Fall betrieben worden ist. Auch die Ferkelaufzucht, die gehört ja mit dazu. Geschlachtet wurde hier nicht. Dafür ist immer fast jeden Tag ein LKW hier angekommen in diesem Ort und hat Schweine von hier abgeholt. Die meisten Schweine werden nicht dort geschlachtet, wo sie auch gezüchtet werden und müssen deshalb dicht zusammengefercht in LKWs zur Schlachtung gebracht werden. In Deutschland gibt es übrigens rund 25.000 Zuchten, aber nur rund 1.200 Schlachthäuser. Ja, was das bedeutet, kann sich wohl jeder selbst denken, denn dort wird es wohl wie am Fließband zugehen. Was uns hier aber auffällt, ist die Tatsache, dass hier Unmengen Unterlagen liegen, wo es um das Thema Pestizidbekämpfung geht, um Medikamente und so eine Geschichten. Also das war hier auf jeden Fall ein großes Thema und ist wahrscheinlich generell in dieser Branche üblich. Oh nee, ist das ekelhaft. Oh Basti, ist das eklig. Hier ist einfach nur Leberwurst. Was ist da? Leberwurst. Ich glaube, dass es mal Leberwurst war. In so einem Glas. Das war Leberwurst, oder? Das ist Leberwurst von den Tieren von hier wahrscheinlich sogar noch. Oh, so lange ist das da schon im Glas. Oh, ist das abartig. Das ist wirklich abartig, ey. Boah, da wird man es schlecht gerade. Das war auch richtig übel. Und was sind das hier? Nicht sowas wie Bindbücher oder sowas? Das muss ich mir jetzt nochmal genau angucken. Ey, aber für Hunde oder Katzen? Vielleicht hatten die sogar Wachhunde hier. Habe ich aber nie gehört, ne? Krass, das sind echt noch Einträge. Naja, von 96. Aber es wurde nur ein, zweimal geimpft und dann war es das. Zahlen Sie 4.000. Hier 12.000. Um die versäumten Zahlungen nachzuholen. Eieiei, okay, Schulden, ne? Ja, das sieht schon mir echt nach Schulden aus, ne? Ja. Vom Land Handel, also Futtermittel und sowas, ne? Tier- und Pferdewirtschaftsmeister. Ja genau, also ich weiß, früher stand am Zaun immer ein einziges Pferd. Ein riesengroßes, so wie so ein Landwirtschaftspferd. Ne? Also man kennt ja diese riesen Pferde, die dicke, fette Kutschen oder so eine Ackerdinger ziehen. So ein Pferd stand immer genau vorne am Zaun. Und dieses Pferd haben wir auch immer gefüttert mit Äpfel und so. Ja, was war das Einzige, was wir mal gesehen haben? Wo geht's da noch hin? Da ist nichts mehr großartig, alles leer. Da ist nur ein gefliester Raum. Nur ein gefliester Raum? Was sind die? Nee, da waren Toiletten. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, so ein gefliester Raum ist doch eigentlich meistens so ein Schlachtraum. So, Basti, also was haben wir jetzt rausbekommen? Also der Mann, der hier den Betrieb geführt hat, der hat anscheinend Schulden zum Schluss wahrscheinlich, gehen wir von aus. Abnormal hohe Schulden, ne? Ja. Also wir haben so viele Briefe gefunden, hochverschuldet. Wahnsinn. Also was kommt hier zusammen? Viele Tiere, hohe Schulden, Schädlinge. Mal gucken, was wir noch so finden. Hier sind so viele Ställe, man weiß gar nicht, wo man als erstes reingehen soll, ne? Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier kurz die Silos an, weil ich finde die ganz cool. Ja. Und als nächstes danach werden wir hier in dieses Gebäude gehen. Hier in das linke oder dahinter das? Ne, hier vorne direkt, das okay. Linke, das erste. Also erstmal hier. Das sind die Silos, ja. Ja, die werden dann quasi von diesen Silos mit einer Schubkarre, denke ich mal, oder mit irgendwelchen großen Bottichen, dann das Futter entnommen haben und dann hier auf die ganzen Ställe verteilt haben. Auto. Hat uns gesehen? Ich genau hierher geguckt. Er ist stehen geblieben, oder? Ich höre das Auto nicht mehr. Warte, mach mal keinen Scheiß. Wo ist der Wagen? Er ist nicht weitergefahren. Man hört ihn nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier in das Gebäude. Wow, okay, das sieht schon heftig aus hier. Kommt da richtig Endzeit-Feeling auf. Boah, aber richtig, ne? Guckt euch das an, ey. Heftig. Wow. Richtiges Walking Dead, Last of Us, Endzeit-Feeling hier. Steht einfach Nummer 2 dran. Was ist das? Sieht aus wie so eine Räucherkammer. Guck mal. Haben die hier was geräuchert oder was? Also ich weiß,
dass man von hier auch Spanferkel bestellen konnte. Ja, und die waren so angebraten und dann musste man das quasi im Garten einfach weiter drehen lassen. Aber wenn ich schon vorstelle, wenn ich jetzt sehe, was wir alles für Unterlagen gefunden haben, verschuldet mit dem ganzen Futtermittel und den Pestiziden da und den Ungeziefer, weiß ich nicht. Und dann haben wir da so ein Tier gegessen von hier. Ich habe richtig Angst, in die Stallung zu gehen, ne? Hier ist auch alles einfach kaputt, ne? Was war das? Du hast gerade was übersehen. Was habe ich übersehen? Hier liegen einfach Knochen. Oh nein! Oh, hier liegen Knochen? Hier liegen einfach Knochen auf dem Boden. Aber von was für einem Tier ist das? Hey, warte mal, das hier sind voll die Spitzenzähne. Also von einem Raubtier, ne? Also ich würde behaupten Katze. Katze oder Fuchs oder sowas? Fuchs, da sind die Zähne fast zu klein. Ach so. Für eine Katze sind die Zähne groß genug. Das wird eine Katze gewesen sein. Und da, und hier überall, die ist komplett verteilt hier. Hier liegt auch noch ein Kiefer, guck mal. Da liegt auch noch ein Stück davon, aber guck mal da hinten auch. Okay, warte mal, warum sind hier so viele Knochen von der? Der ganze Boden ist voller Knochen, aber weil die so grün sind, erkennt man die nicht. Guck mal. Alter Schwede, was ist denn hier los? Der ganze Boden ist voll damit. So ein Friedhof für Tiere oder so. Sind das hier alles Schweineknochen? Hier drunter. Hier ist alles voll. Sie sieht alles richtig komplett unheimlich auch aus mit diesem Licht. Warte mal, wir waren jetzt so abgelenkt von den Knochen. Was ist das? Und das? Das sieht mir doch aus wie so ein Verkaufsraum, der hier vielleicht mal vorne war. Die werden wahrscheinlich ihr Fleisch bei dem Fleischer abgegeben haben und sich ein paar Sachen abgepackt haben, um das hier zu verkaufen. Ja, die werden hier einen ganz kleinen Verkauf gehabt haben. Das passt ja perfekt hier hin. Das ist nicht einfach nur abgestellt. Also das war hier so. Aber was ist das? Guck mal, hier sind so eine Flaschen. Nee, ich glaube, das ist irgendwas anderes. Das sieht aus wie so ein Prittstift. Ach nee, warte mal. Ach, das sind diese Stifte zum Markieren, guck mal. Ja. Diese Tiermarkierungsstifte sind das. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass das Ganze, was hier steht, so eine Kühlzelle war. Ich meine, hier sind die Seitenwände. Ja, nee, klar, so eine große Kühlzelle. Da vorne auch. Ach, die wird hier komplett drin gestanden haben, wa? Die wird hier gestanden haben, ja. So. Ja, genau. Passt ja auch hier mit der Wand irgendwie zusammen, wenn es hier so stand, das Ganze. Ja. Leute, schaut euch das an. Ich kann es nur immer wiederholen. Wie sieht das bitte aus mit dem Licht, was hier so reinscheint? Unvorstellbar. Guck mal, Basti, das Ding ist hier einfach auf Rollen. Du kannst es rausziehen. Ist das so ein Räucherofen, wo sie vorgeräuchert werden oder so? Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wenn du sagst, dass es hier Spanferkel gab früher, fertige, die müssen ja irgendwo geräuchert worden sein. Also ein Spanferkel wird ja auf Bestellung hingerichtet. Ja, hingerichtet, ja. Man kann es beim Namen nennen, ne? Aber warte mal, eine Sache fällt mir gerade auf. Was? Wir waren noch vor kurzem in diesem Pflegeheim, erinnerst du dich? Ja. Ja, und da war doch genau dasselbe. Da war da auch so ein Ofenmäßig. Oder ist das hier so ein Heizofen oder so? Das weiß ich nicht. Ah, zum Reinschieben? Ja, zum Reinschieben, nee. Oh, ich habe einen Kopf. Oh, noch mehr Knochen. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal. Einfach, hier liegt schon wieder ein komplettes Tier. Knochen, Knochen. Das ist ein kompletter Friedhof hier. Da ist sogar noch ein Schädel. Ja, meine ich ja. Ich brauche irgendwas, womit ich das drehen kann. Ich will es jetzt nicht unbedingt anfassen. Was war das für ein Tier, Leute? Derselbe Zahnaufbau wie da vorne. Also quasi dieselben Tiere. Ja, also dieselben Tiere liegen hier überall. Überall verstreut. Was war das für ein Tier? Vielleicht erkennt ihr das ja anhand der Knochen. Auf jeden Fall sehe ich hier noch einen Sicherungskasten mit keinen Sicherungen. Sensoralarm, Überlast, Übertemperatur, Grundfos. Keine Ahnung, irgendeine elektronische Anlage hier. Vielleicht stand hier, wo wir stehen, auch so ein großer Kühlraum. Oder der stand hier. Ja, oder der stand da. Ja. Ja, doch, das könnte natürlich auch sein. Aber warte mal, hinter mir ist noch so ein Raum. Wo hier was offen ist. Und ja, aber hier ist ja keine Tür, warum ist das zugemauert?
Das will ich jetzt rausfinden. Auf jeden Fall hat sich hier irgendeiner schon mal ein Brett parat gestellt. Du kletterst da jetzt hoch, oder? Ich kletter jetzt hoch und guck mal da rein. Ah, pass bloß auf. Okay, wie man sieht, ist hier einfach nur ein leerer Raum. Aber wofür? Ist jetzt hier eine Leitung, die hier reinführt? Da oben endet die Leitung. Die Wände sind oben nur aus dem Styropor. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das war. Also ich würde sagen, wir gehen aber jetzt rüber an die Stelle, oder? Bis gleich. Ohne dass wir auch nur einen einzigen Fuß in die Stelle gesetzt haben, löst unsere Erkundung bereits jetzt schon ein unwohles Gefühl in uns aus. Und dann sind da noch überall diese kleinen Details, die auf dem Weg zum ersten Stall nicht unentdeckt bleiben wollen. Ich weiß nicht, das ist bestimmt für die Besamung, oder? Ich glaube, für die Besamung sind die ein bisschen länger. Ja, weil da ist ja auch sowas wie so eine Kanüle oben drauf. Oder haben sie damit die Medikamente gespritzt? Medikamente gespritzt. Wir haben fast was übersehen. Hier ist auch nochmal ein Raum mit irgendwelchen interessanten Sachen. Da ist doch auch wieder so ein Kühlgerät oder irgendwie sowas, oder? Ja. Auch hier wieder eine Spritze auf dem Boden. Guck dir, das sind die Besamungsdinger. Ja, die hat man schon mal gesehen irgendwie. Das hier ist für die künstliche Besamung. Ich hoffe, die sind nicht benutzt. Nee, die sind hier noch in dieser Verpackung. Ja, und hier sehe ich so einen Trichter für Futter, ne? Oder was ist das hier? Das scheint so, ne? So, ich steig mal schnell hier drüber. Hier ist noch eine Werkzeugkiste. Die ist leer. Und steig mal hier drüber. Upsala. Okay, hier haben wir noch einen Schrank. Was ist da drin? Auch wieder irgendwelche Sachen. Tierarztgeräte, künstliche Besamung. Prüfbericht. Da unten liegt noch ein Kittel drin. Ah ja, okay, ich habe was gefunden. Covaxin, Suspension zur streng subkutanen Verabreichung für Schafe, Rinder und Schweine. Und direkt daneben Desinfektionsmittel. Ankerplast, Wundpflaster. Ist alles voll mit Medikamenten. Was zur Hölle. Da ist sogar überall noch was drin. Die sind noch geschlossen hier. Multipork. Übel. Also ich weiß ja nicht genau, wie viele Schweine hier gelebt haben, aber einfach mal, um euch so eine kleine Übersicht zu schaffen. Man sagt, eine Sau kann 2-mal im Jahr Ferkel werfen. So, sie ist 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage ist sie schwanger. Man sagt immer diese Dreierregel. Ja, und das 2-mal im Jahr. Und wenn man hier 1000 Schweine oder mehr hat, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie oft hier Ferkel geboren worden sind. Ach ja, und pro Wurf sind das dann, glaube ich, auch nochmal bis zu 14 Ferkel oder sowas waren das, ne? Mhm. Wahnsinn. Gut, nachdem wir jetzt hier tausende Medikamente entdeckt haben, gibt es jetzt hier nebenan noch einen weiteren Raum. Und hier liegen irgendwelche Lederriemen, Gürtel, irgendwie sowas. Und alles schon grün überzogen. Auch hier drinnen wachsen schon Pflanzen. Keine Ahnung, ob das Leder vielleicht von den Tieren stammt hier. Keine Ahnung. Und hier oben kommt auch das Dach komplett runter. Muss man wirklich vorsichtig sein, weil immer direkt vor den Eingängen sind so eine tiefen Schächte, die nach unten führen. Jetzt reizt uns ja gerade so ein bisschen das Gebäude hier, weil es auch so einen Schornstein hat. Klar, man kann jetzt 2 Sachen daraus ziehen. Ja, entweder kann man sagen, naja, wenn da Medikamente sind etc., dann wurde sich ja um die Tiere gekümmert. Das Zweite, wenn es den Tieren gut gehen würde, in so einer Aufzucht, bräuchten sie keine Medikamente. Also man kann es sehen, wie man will. Also hier ist auf jeden Fall ein Heizungsraum. Ja, da sieht man auch noch Asche drin. Hier ist, denke ich mal, auch ein Tank wieder. Hier riecht es wie eine Eisenbahn. Ja. Eieiei, siehst du das? Ein riesen Anhänger ist das. Anhänger? Ach, das ist für Stroh und Heu und sowas. Guck mal. Ey, cool, hier ist quasi direkt so eine Rutsche oder was? Ah, wie genau funktioniert das? Warte mal. Ja, ist ein Laufband, da drinnen. Ja, das muss man einfach verstehen. Lass mal kurz checken hier die Lage. Auf jeden Fall steht das Ding schon ziemlich lange. Na, hier ist Stroh. Überall auf dem Boden. Heu, wie auch immer. Ja, das hier war komplett beladen. Dann hat. Oh, guck mal, da sind so eine richtigen Walzen. Eieieiei, also da willst du nicht reinkommen, du. Nee. Und hier sind hier noch so eine Ketten. Und wenn du in so eine Walze gerätst, boah. Dann ist Schluss, glaube ich. Wobei, das ist ein ziemlich großer Spalt in der Mitte. Wenn du Glück hast und schmal wirst, dann geht das noch. Ja, aber dein Kopf, der ist platt. Heftig. Durch diese riesen Walzen hier an, ey. Das
hier war auch mal irgendwie eine Gerätschaft, aber was? Kann man das irgendwie bewegen? Was ist das? Der hat sich auch wie jemand was aufgebaut, damit er hier oben wahrscheinlich reinklettern kann oder reingucken kann oder was. Aber mal schauen, was er hier gemacht hat. Absalah. Ah ja, okay. Und da sind dann auch schon die ersten Ställe. Die gucken wir uns aber gleich an, wenn wir einen anderen Eingang gefunden haben. Da hochklettern ist ein bisschen unangenehm. Hier werden überall so eine Holzbalken drauf gewesen sein und dann werden sie die Tiere da nicht reingebracht, eher rausgeholt haben. Ach, hier werden die LKWs gehalten haben. Hier wurden sie reingeführt in die LKWs und abtransportiert. Ja, richtig. Ja. Okay. Für mich ist schon sehr bedrückend, dieses Gefühl, dass ich jetzt weiß, dass ich da reingehe und auch weiß, dass meine Eltern hier Fleisch geholt haben. Ne? Das ist schon ein komisches Gefühl. Hallo Katze. Die hat Angst vor dir. Vor mir? Die hat Angst vor dir? Miau. 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 Na du. Brauchst du keine Angst haben? Die sind doch ziemlich jung, oder? Ja, brauchst du gar keine Angst haben. Ja, siehst du. Jetzt hat mal schön den Geruch an dir abgestriffen. Sie hat gar nicht auf uns anzuschreien. Nee. Gut, wir haben jetzt hier in dieser Stallung hier keinen Eingang entdeckt. Wir wollen jetzt nicht da hochklettern. Ich glaube zu meinen, dass ich da vorne noch einen Eingang gesehen habe. Und da gehen wir jetzt hin. Huch. Feinig. Der ist schon gut wackelig. So, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall die Maske aufsetzen, weil ich rieche es schon. Ja. Ich rieche es jetzt schon und das ist unangenehm. Deswegen Maske. Die Maske riecht genauso ekelhaft. Hier, du meinst doch irgendwas, dass dein Pferd hatte oder was, ne? Ja, ja. Ich sehe hier direkt aufgeklappt Unterlagen, beziehungsweise irgendwelche Prospekte oder was ist das hier? Ah, Pferdemarkt, Fachblatt für alle Pferdefreunde, 9 D-Mark, 98. Dann gehen wir jetzt dahin, wo wir die ganze Zeit schon hingehen wollten. Aber schon viele Büros teilweise, ne? Ja, und da hinten sehe ich noch so eine Art Aufenthaltsraum oder sowas. Ja, sieht aus wie so ein Pausenraum hier. So eine Polstermöbel, zerkloppte Schränke, die hier noch auf dem Boden liegen überall. Und ich sehe schon wieder Medikamente. Was bei dir da an dem Raum auch so viele Medikamente? Naja, hier liegen nur irgendwelche Konserven und sowas. Ich muss rauskriegen, wofür? Das ist ein Anti-Infektum für Ferkel. Na lecker. Sind wir hier gerade im Aufzuchtstall oder im Abferkelungsstall? Das werden wir jetzt gleich rausfinden, hoffentlich. Also ein Abferkelungsstall, so wie wir gelesen haben, ist das halt, wo die Sauen ihre Babys bekommen. Ein Aufzuchtstall ist, wo nur die Babys dann hingebracht werden. Ich glaube, mit ein paar Wochen nur, ne? Mhm. Ich sehe hier wieder nur Medikamente und alles, ne? Ich sehe jetzt aber auch schon den Boden. Der ist ja hier, wo die Fäkalien reinfallen von den Tieren. Ja. Das ist hier schon. Was ist das hier? Enteroxid für Schweine. Zum Eingeben für das Futter. Hier ist auch zur Markierung von den Schweinen, ne? Diese Knöpfe fürs Ohr, ne? Ja. Nadeln, ja. Eieiei, okay, hier muss man echt vorsichtig sein. Ich muss sich das Ding irgendwo reinrammt, ey. Ja, du hast gute Schuhe an, ne? Ja. Ja, ich auch. Wichtig, ey, wenn hier so eine Nadel rumliegt, ist das nicht so cool. Oh, hier sieht man schon, dass die müssen hier lang gelaufen sein, immer, ne? Oh, ist das unangenehm. Hier wurden dann die Schweine abtransportiert. Hier ging es dann raus. Guck dir das an, ich glaube, das sind wirklich diese Abferkelungsstelle, ne? Ja, weil die größer sind. Ja. Die Abferkelungsstelle, die müssen ja ein bisschen größer sein als die Boxen, wo sie dann später drin stehen müssen. Die müssen nämlich auch beheizt sein, wegen den Ferkeln und so. Guck mal. Ja. Überall ein Heizkörper. Also das ist nicht nur heute so, dass das Pflicht ist, sondern das war früher auch schon so. Guck dir das an. Das ist alles scheiße, oder? Das ist alles Kot. Das ist, oh. Komplett alles voll mit Fäkalien hier unten. Hier drunter ist alles voll damit. Und hier sind tote Mäuse. Ich glaube, jetzt wisst ihr, warum wir uns in Schale geschmissen haben heute. Oh. Ja, aber auch nicht nur ein bisschen, ne? Das ist komplett voll. Boah, da krieg ich gerade schon so ein bisschen Gänsehaut. Irgendwie ist mir das ein bisschen unangenehm, ey. Das ist wirklich unangenehm, aber richtig. Hier sind auch noch so Ketten und so. Guck dir das an. Boah, wenn ich hier einkrache, ne? Dann stehe ich komplett in den Fäkalien, du. Dann liegst du da dran, ne? Ich glaube, das ist nicht so cool. Hier, Ketten. Und wenn du mit drauf schießt, dann biegt sich das noch mehr. Nee, dann lassen wir das lieber. Aber das hier ist schon eingekracht. Ja. Wieder Knochen. Schon wieder Knochen, ja. Der Tod lauert im Schweinestall.
So, dann haben wir jetzt hier noch von der Belüftungsanlage. Ja, das ist sowas wie so eine Belüftung. Ich glaube, das war auch eigentlich... Ist da oben drin? Ja. Okay, das ist anscheinend hier rausgekracht. Eingekracht. Ja. Hier ist die ganze Elektrizität für Schütze. Was sehe ich hier noch für Silo-Lüfter? Na dann, kletter mal rüber. Jo, mach ich. Oh Gott. Oh. Hier sieht man auch wieder so einen Abtransport. Das ist das, wo wir hier draußen standen, ne? Ja, richtig. Das ist auch wieder so ein Abfertigungsstall, oder? Ihr dürft nicht vergessen, das sieht echt groß aus, ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier die Sau mit ihren Babys drin ist. Vergesst aber nicht, dass die Sau bis zu 14 Babys bekommt. Dafür ist das schon echt wieder richtig eng. Stellt euch einfach mal 14 Schweine da drin vor. Das ist so Horror. Überlegt ihr einfach mal, dass diese Schweine, die hier gelebt haben, nur gelebt haben, um dann getötet zu werden. Hier kommt das Futter rein, oder? Es ging hier durch solche Rohre, schau mal. Tatsächlich. Oder ist das Wasser? Haben die hier Wasser bekommen? Oder Wasser? Könnte natürlich auch die Wasserstelle sein, ne? Ja. Aber wie viele haben wir denn jetzt hier? Warte mal, wir haben jetzt hier... Hinter mir ist 1, 2, 3. In dem Raum haben wir jetzt quasi 6. Hier auch nochmal 6. Dann haben wir 12. Da drüben waren auch nochmal 12. 24. 24 Plätze zur Abferkelung. Ja, hier könnte ordentlich produziert werden, würde ich mal sagen. Gehen wir jetzt noch hier weiter oder wolltest du erstmal nach links? Nö, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter geradeaus. Den Gang hier erstmal abklappern. Das hier sieht aus wie Isolation, oder? Der ist komplett abgeschottet von den anderen. So, hier mit einem eigenen Fenster. Ich denke mal für kranke Tiere, ne? Ja, wenn die dann da isoliert worden sind, dann wird das schon seinen Grund gehabt haben. Voll am Kopf bekommen, ey. Boah, und hier nochmal so viele. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Hier sind auch nochmal 8. Warte mal, eben gesagt 24? Ja. Na gut, wenn ich jetzt rechnen kann, sind wir jetzt bei 32. Ist halt so abartig, das ist hier einfach alles voll mit Fäkalien. Ich glaub's nicht, schon wieder Knochen, Basti. Oh mein Gott, was? Oh, hier sind... Warte mal, warum sind hier so viele... Basti, hier liegen überall tote Tiere. Wie bitte? Warum liegen hier überall tote Tiere? Guck hier, Knochen. Da liegt eine tote Katze. Das kommt mir verwüst. Hier auch ein Katzenkopf. Hier. Noch mehr tote Tiere. Gerade so Gänsehaut. Mehrere Tiere auf einen Haufen. Warum? Und da auch. Und hier in der Ecke auch. Was ist hier los, bitte? Warte mal, verfangen die sich hier vielleicht in den Gittern und kommen nicht mehr raus? Da ist doch, guck mal, von dem einen Bein ist doch da was abgebrochen. Oder bilde ich mir das ein? Ich würde da nicht drauf gehen. Da links lag nämlich auch ein totes Tier. Das ist hier an dem Abdruck auf dem Gitter. Ey, das ist schon komplett durchgewiesen hier, das ist schon weg. Das ist so durchgefault, dass es einfach durchgefallen ist. Und auch hier, alles voll mit Knochen. Hier, auf dieser Stelle liegen alleine schon 4, 5, 6, 7, 8. Boah, das ist 9. Unangenehm gerade. Hier auch, hier ist alles voll. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Auch hier auf dem Weg liegt irgendwas. Was ist hier los? Was ist das für ein Seil? Liegt noch ein Strick oder was? Boah, das ist mir gerade ein bisschen unheimlich. Das ist mir gerade... Hier ist auch alles voll. Das ist... Oh mein Gott. Wie gesagt, ich habe die Vermutung, dass hier Tiere irgendwie vielleicht stecken bleiben in diesen Gittern und nicht mehr rauskommen. Ich weiß es natürlich nicht, ob das so ist. Aber das ist meine Vermutung. Oder andere Raubtiere bringen die Tiere hierher zum Fressen. Natürlich. Weil sie hier in Ruhe fressen können? Kommen die dann auch immer wieder an dieselbe Stelle? Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Vor allem, die sind ja noch nicht mal ganz aufgefressen. Die sind ja einfach so verwest und so. Da liegt auch noch ein Kiefer neben dir. Wo geht's jetzt hier lang? Okay, hier ist quasi auch für den Abtransport nochmal so ein Tor. Deswegen geht es hier schräg runter und in die Richtung geht es dann zu dem Stall auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ich laufe mal hier unauffällig den Gang entlang. Guckst du mal bitte da unten? Hier sind größere Knochen. Hier liegen viel größere Knochen. Ja. Ich
hat wirklich Gänsehaut. Das ist ein richtig großer Kieferknochen. Ja. Guck mal, siehst du das? Da drunter ist alles voll. Alter Schwede. Von den toten Schweinen ist das nicht, oder? Nee, ich glaube, die Knochen sehen anders aus. Oder? Warte mal, wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen. Sind das hier alles Schweineknochen? Wenn das hier der Abherkunftsstall ist, dann sind die Knochen ja logischerweise noch ein bisschen kleiner. Sind das alles Köpfe von Ferkel? Boah, ich weiß nicht, wie das aussieht, ne? Aber das ist mir einfach echt zu viel. Das ist. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut gerade. Das ist gerade nicht. Nee. Alleine hier drunter, ich gehe jetzt mal hier runter einmal. Hier ist so ein Holzding. Alleine schon unter dem Holzding, könnt ihr das sehen? Hier ist alles voll. Da. Hier ist komplett alles. Das sind so viele Knochen. Das sind alles Knochen. Das ist kein Holz und das ist kein Spaß, Leute. Hier drunter. Das ist alles voll mit Knochen. Riesengroße Kieferknochen. Schädelknochen. Und also, die Köpfe sind hier fast alle gleich groß. Ich habe Gänsehaut. Das ist mir gerade echt unangenehm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus, um draußen kurz noch ein bisschen Luft zu holen. Und um mal ein bisschen kurz durchzuschnaufen, weil es irgendwie nicht ganz ohne hier. Freunde, das ist hier ein riesengroßer Friedhof. Schweine sind sehr intelligente und empfindsame Tiere. Sie können Emotionen anderer Arten erkennen, sich selbst identifizieren und sogar Rätsel lösen. Es heißt, sie sind schlauer als Hunde und werden deswegen sogar mit Schimpansen verglichen. Schweine sind verspielte, neugierige und ziemlich reinliche Tiere. Doch die unter den schlechten Bedingungen gehaltenen Tiere leiden unter dem Platzmangel, der Langeweile, ihren Krankheiten und Verletzungen und darum stirbt ein Fünftel aller Tiere, noch bevor sie geschlachtet werden. Oh, ich bin so nervös, ich schmeiß alles um, ne? Also wir stehen jetzt vorm Stall, oder wir hocken vorm Stall, weil wir einfach raus mussten, um noch Luft zu bekommen. Jetzt haben wir aber auch beide nochmal gegoogelt, wie Schweineknochen aussehen und Schweineschädel. Und das, was ich unter drunter da alles gefilmt habe, das waren alles Schweineschädel. Ja. Das waren einfach Skelette quasi von Schweinen. Ich meine, die haben in solchen Stellen eigentlich gar nichts zu suchen, ne? Wir mussten uns gerade mal so ein bisschen einkriegen, habt ihr vielleicht gerade gesehen. Ja. Ist so ein bisschen, belastet uns ein bisschen. Also ich habe auch erst überlegt, ob wir das hier jetzt abbrechen, aber ich finde, dass man es schon zeigen sollte. Und deshalb schauen wir uns jetzt die anderen Ställe auch noch an. So, okay, jetzt haben wir hier quasi 4 Ställe. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Ich würde fast behaupten, dass die alle irgendwie identisch sind oder zumindest sehr ähnlich sind. Okay, die Tür ist offen. So, dann würde ich sagen, kommt mal mit. Wenn man das jetzt hier sieht, das macht die Situation auch nicht viel besser, ne? Ja. Das sind diese Boxen, ne? Guckt euch das einfach mal an. Wie wenig Platz ein Tier hier drin hat. Sie können sich hier nicht hinlegen, sie können sich nicht drehen, sie können sich nicht wirklich bewegen. In dem anderen Gebäude eben, habt ihr ja gesehen, gab es ja diese Schlitze im Boden, wo die Fäkalien dann durchgegangen sind. Was auch beschissen ist für die Tiere, weil die sich da verletzen können, weil die da einen beschissenen Stand haben, sage ich mal. Ja, aber hier läuft es ja noch nicht mal ab. Und hier haben sie so eine schrägen, das heißt, die Tiere standen auch noch schräg. Ja, hatten quasi nicht mal eine ebene Fläche, das ging hier immer so abschüssig. Und haben sich die ganzen Fäkalien hier unten gesammelt. Ja, und wenn wir hier laufen, laufen wir permanent auf diesen Fäkalien. Hier sind auch wieder so eine Runden. Ich meine, hier ist eine Tür, aber hier sind einfach so eine Runden. Das verstehe ich nicht ganz. Es geht die ganze Reihe runter. Für mich hat das hier eine ganz symbolische Bedeutung gerade. Ich bin für sowas echt zu emotional. Also ich finde auch irgendwie, dass ich viel emotionaler reagiere, wenn es um Tiere geht, als wenn es um Menschen geht.
einfach, weil Tiere immer so wehrlos sind. Ne? Klar, es gibt auch Menschen, die wehrlos sind, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass mit dieser Schubkarre hier der Mist abgetragen worden ist. Oder Futter damit aufgefüllt worden ist, ich weiß nicht. Zweiter Wurf steht da, 5.12. Ich kann es nicht mehr genau lesen. Da steht auch noch ein Datum, 30.11.06. Hier ist auch noch so eine Lichtröhre. Ich weiß nicht, gehört die hierher? Ich sehe davon eigentlich nichts. Ja, was soll ich sagen? Wenn man jetzt hier so durchläuft, sich vorstellt, dass das Teil mal komplett brechend voll war mit Schweinen. Wie unangenehm ist das bitte, Freunde? Wie unangenehm ist das? Tiere eingesperrt in solchen Gitterboxen. Tiere, die sich nicht bewegen können. Tiere, die zwangsmäßig den ganzen Tag hier stehen, gemästet werden. Ich weiß nicht. Hört euch das einfach mal an, diese Ruhe. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, was hier damals abging. Was hier früher für ein Lärm war? Ja. Wie laut das hier früher war? Also das Wetter ist jetzt echt passend zur Stimmung umgeschwungen, ne? Auf jeden Fall. Hat auch schon angefangen zu regnen jetzt hier. Wo geht's denn hier rein? Komm, wir gehen mal kurz hier hoch. Was ist das hier? Das ist ganz schön windig geworden jetzt. Das ist auch wieder ganz anders als die anderen, ne? Ich habe das Gefühl, dass das hier moderner ist irgendwie. Warte mal. Also als allererstes haben wir die Abferkelungsstelle. Genau. So, dann kommen die Jungtiere nochmal in einen extra Bereich, der, glaube ich, vielleicht nochmal einen Ticken größer ist als die normalen Mastställe. Also so wie die hier. Also, na okay, ist auch nicht wirklich groß, ne? So, aber... Es wirkt aber irgendwie komplett anders als eben. Ja, aber hier sind halt wirklich so eine richtigen Futterdinger, ne? Ja. Ja, da sieht man quasi oben diese Leitungen. Ja, da kam das dann wahrscheinlich durch, ist dann da runter, da hat sich das dann gesammelt in diesen komischen Trichtern und dann kommt es da unten raus. Das hier wird aber auch, guck mal, hier ist auch wieder so eine Leine, wo diese Wäscheklammern dran sind, da waren auch immer Nummern dran. Die haben wir eben in dem anderen Stall auch schon gesehen. Ja. Freunde, schaut euch das an, was ist das für eine Stimmung? Ja, draußen der Wind, ultra windig geworden auf einmal, regnet. Und dann hier drinnen dieses Bild. Ja, in jedem Fall ist das hier komplett anders als die anderen eben. Aber das ich meine. Ist ja richtig heftig. Guck mal, die können sich hier in diesem Ding nicht bewegen, sondern nur fressen. Ja. Mir fehlen echt die Worte dafür, ne? Ja, mir geht's genauso, deswegen kriege ich auch kaum noch ein Wort raus. Seitdem wir das da alles gesehen haben mit diesen ganzen Knochen, geht's mir komplett anders. Das ist ein Gefühl, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Freunde. Okay. Heftig. Hier geht's gleich wieder weiter. Ist aber trotzdem wieder ein etwas anderer Aufbau als da vorne. Also es gibt irgendwie unterschiedliche Aufbauvarianten. Eins könnt ihr mir glauben, die Tiere hatten hier keinen Freigang. Draußen gibt es nicht eine Stelle, die uns irgendwie in irgendeiner Art zeigen könnte, dass die Tiere draußen sich aufhalten konnten. Und ganz ehrlich, es wäre genug Platz dafür gewesen. Basti? Ja? Wie so eine Gefängnistore, wo ich hier durchgehe. Aber wirklich? Okay, ist offen. Nee, warte mal. Das ist jetzt hier aber nicht mehr Schweinestall, du. Das ist irgendwas anderes jetzt hier. Was haben wir jetzt hier? Das ist auf jeden Fall Stroh auf dem Boden. Na, irgendwo muss aber das Pferd gewesen sein, ne? Also so einen richtigen Pferdestall haben wir jetzt auch nicht gesehen. Nee, die Decke ist auch relativ niedrig hier. Aber von hier kommt man auch irgendwie gar nicht in die Räume da rein. Hä? Nee, warte mal. Das ist hier ein eigenes Abteil. Bilde ich mir das ein oder ist das irgendwie größer? Nee. Von den einzelnen Boxen? Die sind doch höher, oder nicht? Die sind höher. Aber die sind nach hier hin länger. Die sind größer. War das vielleicht für die ausgewachsenen Schweine dann? Glaube ich, dass das hier quasi die Boxen sind für die ältesten Tiere. Die sind ja nie wirklich alt.
So, ihr Lieben, wir sind jetzt draußen vor den Ställen und ihr habt gesehen, unter was für katastrophalen Umständen diese Tiere hier gelebt haben. Wir können niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat, ob er Fleisch zu essen hat oder eben nicht. Wir hoffen einfach nur, dass solche Videos wie diese hier und ganz viele andere Menschen zum Nachdenken, zum Umdenken anstoßen. Ja, wir gehen aus der ganzen Sache hier mit einem ziemlich mulmigen Gefühl raus. Wir hoffen, euch hat das Video trotzdem gefallen. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Cuddle me, cuddle me blue. Take me to the edges of you. Cut through every little inch of my skin. Baby, I will let you in. Du, sag mal, weißt du, wann der Schweinebauer dazu gemacht hat? Boah, schon lange her. Pleite gemacht. Ach, die waren komplett pleite, ja? Die wollten ja abreißen, alle. Da war das ja alles so teuer, der Abriss. Ja, der Abriss ist so teuer, ja? Ja, die waren, das wäre ja schon alles sauber gewesen. Ich habe gesagt, sollte abreißen, sauber machen, wieder weitergehen, wie früher war. Das ist gut. Wenn sich keiner findet, der das bezahlt. Gerade so alte Gebäude, ne? Das ist schon, das Mist ist da alles da.